Hi, herzlich willkommen zu meiner Tattoo-Tour 2022. Ich freue mich total, dass ich dieses Video jetzt drehen kann. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht, aber es sind noch ein paar Kunstwerke hinzugekommen. Worum soll es heute gehen? Ich werde dir alle meine Tattoos zeigen. Ich werde erklären, was sie bedeuten. Für mich haben sie alle eine Bedeutung, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn andere Leute keine Bedeutung in ihre Tattoos haben. Und natürlich sage ich auch was zu den Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. Kleiner Hinweis, wenn du keine Tattoos magst, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann solltest du dir jetzt vielleicht ein anderes Video von mir angucken. Mein erstes Tattoo ist auf meinem rechten Fuß. Und da kann ich direkt zu sagen, Füße, aua. Also Skala von 1 bis 10, mindestens eine 6. Auf meinem rechten Fuß steht Hakuna Matata. Das habe ich mir stechen lassen, direkt als ich 18 Jahre alt war. Und ich habe es bis heute keinen einzigen Tag bereut. König der Löwen ist mein Lieblingsfilm. Und zwar wirklich mein Lieblingsfilm, nicht nur mein liebster Disney-Film. Und deswegen wollte ich natürlich etwas, was diesen Film repräsentiert. Und zwar etwas Positives. Ich hatte eine wirklich wunderschöne Kindheit und dieser Film steht auch für meine wunderschöne Kindheit. Hakuna Matata bedeutet keine Sorgen und keine Sorgen zu haben ist etwas unglaublich Schönes. Trotzdem muss man immer im Hinterkopf haben, dass man sich irgendwann den Geistern der Vergangenheit stellt. So ähnlich ist es im Film wie auch im richtigen Leben. Simba geht zu Timon und Pumba und hat dort eine wundervolle Kindheit, kehrt aber irgendwann in sein altes Leben zurück, um sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen. Und wächst zu einem wundervollen, erwachsenen Löwen heran. Diese Moral finde ich einfach wunderschön. Mein zweites Tattoo ist an meinem linken Knöchel und zwar eine kleine Sonne. Die Sonne steht für mich für Optimismus, außerdem ist der Name meiner Mama Sonja und das finde ich irgendwie total süß. Es ist ein Freundschaftstattoo, das habe ich mit meiner Freundin und Trauzeugin Isabel gemeinsam stechen lassen. Sie hat einen kleinen Mond, ich habe die Sonne, das spiegelt so ein bisschen unseren gegensätzlichen Charakter wieder, der aber in manchen Punkten dann auch wieder total gleich ist und ich finde das super süß. Die Schmerzen waren da wirklich super auszuhalten. Ich würde sagen eine 1 von der Skala von 1 bis 10. Ist, natürlich tut ein Tattoo weh, aber das hat auch nur 3 Minuten gedauert, also von daher super aushaltbar. Mein drittes Tattoo habe ich mir mit 21 stechen lassen und das ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich ein Freundschaftstattoo gemeinsam mit meinem Papa. Mein Papa war richtig lange gegen Tattoos und irgendwann hat er gesagt, er möchte gerne eins haben. Und ich finde es total süß, dass er dann gefragt hat, ob wir gemeinsam eins stechen lassen können. Er hat meinen Namen und den Namen meiner Mutter gemeinsam mit einem Schloss auf dem Unterarm. Und ich habe einen kleinen Schlüssel. Oh, hallo Dobby. Ich liebe meinen Hund. Und ich habe auf der linken Körperhälfte, so auf dem Rippenbogen, einen Schlüssel. Der Schlüssel hat oben die Form von einem Herz aus Angelhaken. Das ist ein Hobby von meinem Papa, das Angeln. Und auch schon von meinem Opa das Hobby gewesen. Also es ist so eine Familientradition. Und da steht auch sein Geburtsdatum in römischen Zahlen. Es tat schon weh. Also die Rippen sind auch eine Stelle, die ich als eher empfindlich beschreiben würde. Eine 5, eine 6. Ja, das kommt schon ungefähr hin. Tattoo Nummer 4 ist ein sehr schwieriges Thema für mich. Ich bereue es nicht, aber ich bin trotzdem unzufrieden. Es ist auf meinem Rücken ein Mandala-Kompass. Darunter stehen die Koordinaten von einem sehr besonderen Ort für mich und meine Mädels. Auch dieses Tattoo ist nämlich ein Freundschaftstattoo. Wir sind insgesamt zu viert, die alle dasselbe Tattoo haben. Ich finde es nicht so schön, wie es hätte werden können. Die Linien sind super dick. Wenn man über den Rücken streicht, dann fühlt man das wie eine Art Blindenschrift. Es ist alles ein bisschen gequetscht und dick und schwarz. Ich hätte das gerne viel feiner gehabt. Es tat unfassbar weh. Also dafür, dass der Rücken zumindest nach Aussagen anderer Leute eine Stelle ist, die man ganz gut aushalten kann, dachte ich wirklich, ich muss da gleich sterben. Der junge Mann hat da gefühlt das in die Haut reingeritzt und der war auch total unfreundlich. Also diese ganze Tattoo-Experience war einfach nur Kacke. Der Typ war unfreundlich. Man hat gemerkt, dass er keinen Bock darauf hat, das zu stechen. Und er hat sich auch keine Mühe gegeben. Als wir zum Nachstechen gekommen sind und das Ganze unschön aussah, hat er uns vorgeworfen, wir hätten die Pflege falsch gemacht, was absolut nicht gestimmt hat. Ich weiß nicht, dieses Tattoo-Studio hat eigentlich super Bewertungen, aber wir sind da an einen Gast-Tätowierer geraten, der einfach überhaupt keinen Bock auf uns hatte. Wie gesagt, ich bereue es nicht, ich liebe meine Mädels, ich liebe diesen Ort, ich liebe die Bedeutung, uns verbindet viel mit diesem Ort. Und ich möchte es nicht missen, aber ich würde es schon gerne irgendwie verschönern lassen. Leider habe ich dieses Tattoo auch schon einigen Tattoo-Artists gezeigt, die ich persönlich mega gut finde.
Und ja, die Meinung war einstimmig, dass man da nicht viel retten kann. Ein Tätowierer meinte, man könnte zwar mit Weiß nacharbeiten, aber der Kosten-Nutzen-Effekt, also wäre dann sehr, sehr klein. Also er würde für einen sehr hohen Preis sehr wenig ändern können und er würde mir davon abraten. Vielleicht mache ich es trotzdem, keine Ahnung. Die andere Alternative wäre dann noch was drumherum zu setzen. Aber auch da sagte mir dieser Artist, es würde er nicht unbedingt empfehlen, weil man dann direkt den Vergleich hat von einem schlechten zu einem guten Tattoo direkt nebeneinander. Und das würde das schlechte Tattoo vielleicht noch hässlicher wirken lassen. Passt auf, wo ihr hingeht. Gute Bewertungen im Internet sind nicht immer ausschlaggebend. Guckt euch Bilder an. Am besten ist, wenn ihr auf Empfehlung von jemandem, den ihr persönlich kennt, zu einem Artist geht. Auf der rechten Seite auf meinen Rippen ist Freundschaftstattoo Nummer, keine Ahnung. Auf jeden Fall mein fünftes Tattoo insgesamt. Das ist eine kleine Rose, die habe ich mir mit einer anderen Freundin gemeinsam bei einem Walk-in-Day stechen lassen. Und da waren die Schmerzen wirklich sehr minimal, obwohl es ja an den Rippen war. Aber das Ding ist ja auch nur so klein. Also von der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, dass das eine 1 war. Ich habe nur ein einziges Manko an diesem Tattoo. Es ist wunderschön, es ist super verheilt. Die Tätowiererin war eine ganz liebe Maus. Aber die Stelle habe ich irgendwie nicht so gut ausgesucht. Das sieht zwar schön aus, aber man sieht es halt nie. Also wenn man Bikini anhat, kommt drauf an, wie der geschnitten ist, dann guckt immer entweder nur der Kopf oder nur der Stiel raus. Tattoo Nummer 6, ja, noch ein Freundschaftstattoo. Ich sammle Freundschaftstattoos. Nein, nicht unbedingt. Aber es ist an meinem rechten Fuß ein Fußkettchen. Auch so Mandala-mäßig angehaucht. Auch da habe ich einen Fehler gemacht. Der Tätowierer war ein ganz, ganz lieber Mensch. Aber der ist überhaupt nicht für sowas spezialisiert gewesen. Ich habe einen Termin bei ihm gemacht und da hat er mir schon gesagt, dass das nicht sein Stil ist. War mir aber egal. Rückblickend betrachtet würde ich das auf keinen Fall nochmal machen. Auch das hätte schöner gestochen werden können. Aber wichtig, kein Shade an den Menschen, der das gestochen hat. Der macht wunderschöne Tattoos. Aber ich weiß leider nicht, wie diese Form des Tätowierens heißt. Der macht diese altmodischen, altmodisch, die sind ja jetzt auch wieder modern. Diese bunten Seemannsleute, Herzen mit einem Pfeil durch und Schiffe. Und wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie es heißt. Sieht richtig geil aus, ist aber nicht mein Style. Und es war irgendwie nicht so schlau, dass ich ihn halt so ein Fußkettchen habe stechen lassen. In diesem Fußkettchen ist der Name meines zweiten Hundes. Ich habe ja zwei Stück. Den Dobby habt ihr ja gerade schon gesehen. Da steht sein Name verewigt drin. Ich liebe diesen Hund wirklich abgöttisch. Auch wenn er mich manchmal zur Weißglut bringt, ne? Und meine Freundin hat eben auch dieses Fußkettchen, allerdings hat sie Buchstaben ihrer Familie damit reingebracht. Die Schmerzen waren okay. Also angenehm war es jetzt nicht, aber es tat auch nicht besonders weh. 5 ungefähr auf der Skala von 1 bis 10. Und ich finde es total süß. Es gefällt mir optisch ganz gut, auch wenn ich es gerne ein bisschen feiner und ordentlicher gehabt hätte. Aber wie gesagt, da kann der junge Mann nichts dafür. Ich habe daraus gelernt. Und werde mir in Zukunft auch nur noch Artists suchen, die den Style stechen, den ich schön finde. Jetzt sind wir bei den drei Tattoos angekommen, die ich neu habe stechen lassen in diesem Jahr. Und zwar habe ich auf diesem Arm einen Schriftzug. Da steht in dieser Old English Schrift das Wort Optimist. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte gerne ein Tattoo in dieser Schrift haben und habe dann ziemlich lange überlegt, was ich denn für ein Wort haben wollen würde. Ich habe diese Schriftart bei so vielen sehr schönen Menschen gesehen und dachte immer, boah, die sehen so cool aus, ob ich das wohl auch kann. Ja, auf jeden Fall habe ich dann lange überlegt, mache ich vielleicht Self-Love oder doch lieber was Deutsches oder ja, also es war schwierig. Und dann habe ich mich daran erinnert, was mich repräsentiert. Also ich bin wirklich ein super optimistischer Mensch in 90% der Fällen. 10% der Fällen sehr pessimistisch, also wirklich auch krankhaft pessimistisch, so dass meine Freunde schon denken, ich habe eine Klatsche. Und deswegen habe ich mich für das Wort Optimist entschieden. Das repräsentiert mich als Charakter und erinnert mich in diesen pessimistischen Situationen daran, dass ich optimistisch bin und mich auch bitte so verhalten soll. Das tat auch nicht weh. Also ich würde mal sagen, so eine 3, 3,5 auf einer Skala von 1 bis 10. Kommen wir dann zu dem Tattoo, was ich in derselben Sitzung habe stechen lassen, bei derselben Tattoo-Künstlerin. Und zwar, ja, ich weiß, es gibt das Klischee, dass alle Löwen und alle Skorpione ihr Sternzeichen tätowiert haben. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin Skorpion. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ein Riesen-Astrologie-Fan. Ich finde es interessant, aber es
ist jetzt nicht so, dass ich da hundertprozentig dran glaube und hinterstehe. Aber manchmal ist es erschreckend, wie sehr es dann doch stimmt. Und ich finde Skorpione halt mega schön. Deswegen habe ich mir auf meiner Hüfte, auf meiner rechten Hüfte, einen Skorpion stechen lassen. Skorpione sind sehr verschrien. Also seitdem ich mich mit Astrologie ein bisschen beschäftige, habe ich gelernt, dass Skorpione gehasst werden, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich bin nett. Und einer meiner allerbesten Freundinnen hat eine Woche nach mir Geburtstag, die ist auch Skorpion. Das ist wirklich mit der netteste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen kleinen Schmetterling auf den Giftstachel zu setzen. So nach dem Motto, man kann auch sanft sein. Skorpione haben den schlechten Ruf nicht zurecht. Tat auch nicht weh, wie gesagt, ist gut verheilt, nette Tätowiererin. Würde ich mir also jederzeit genauso nochmal stechen lassen. Ich habe ja schon ein Freundschaftstattoo mit meinem Papa, aber ich wollte meine Mama natürlich auch nicht vernachlässigen. Und ja, dann habe ich auch lange überlegt, wie könnte ich sie würdigen. Und dann ist mir eingefallen, ich hätte gerne was Florales. Ich habe ja so noch gar kein richtiges florales Tattoo. Und dann dachte ich an ihre Lieblingsblumen. Es gibt aber sehr viele Lieblingsblumen von ihr. Also sie hat da nicht nur die eine Lieblingsblume. Habe ich lange überlegt, was ich nehme. Manche kennen vielleicht dieses Parfüm hier. Das ist das Flower by Kenzo. Ich habe auch noch ihr Originalparfüm von vor ungefähr 12, 13 Jahren im Schrank stehen. Das hat eine ganz hohe emotionale Bedeutung für mich. Und da sieht man halt diese Mohnblume drauf. Und deswegen habe ich mir eine Mohnblume stechen lassen. Zum anderen steht die Mohnblume für Euphorie, Optimismus und Lebensfreude. Und das sind Sachen, vor allem die Lebensfreude, mit der ich meine Mama halt auch total verbinde. Und deswegen ist es die Mohnblume geworden. Aber nicht nur die Mohnblume, sondern auch Lavendel. Also erstmal passen Mohn und Lavendel optisch auch sehr gut zueinander. Und ich weiß noch, dass sie ab und zu so ein Lavendelkissen dabei hatte zur Beruhigung, wenn sie so ein bisschen aufgeregt war. Und das ist so eine Sache, die hat sich bei mir voll im Gehirn eingebrannt. Lavendel steht auch für Erinnerung. Ich habe sie sehr früh verloren und deswegen finde ich das echt, wie soll ich das sagen? So Lebensfreude, Euphorie, Optimismus und Erinnerung, das sind wirklich so die Sachen, die mich gerne an sie zurückdenken lassen. Keine Ahnung, also ich fand das einfach schön, diese etwas traurige Seite mit dem Lavendel und diese sehr, sehr schöne Seite mit dem Mohn. Das passt einfach gut zusammen und es sieht mega gut aus. Also der Tätowierer, der wird mich auch nächstes Jahr wieder tätowieren. Von der Schmerzskala würde ich ganz ehrlich sagen, dass das höchstens eine 3 war von der Skala von 1 bis 10. Es ging auch zack, zack, 15 Minuten, 20 Minuten, da war es schon fertig. Ganz, ganz toller Typ. Und der wird nächstes Jahr meinen Oberschenkel tätowieren. Also wirklich ein großes Tattoo auf dem Oberschenkel. Und zwar meinen anderen Hund. Wie gesagt, ich habe 2, den Dobby und auch noch die Luna. Luna ist Dobbys Mama und die hat mir den Dobby erst geschenkt, meinen kleinen Prinzen. Also deswegen muss ich sie auch würdigen. Ich liebe auch sie abgöttisch. Ich mache da keine Unterschiede. Also ich liebe beide gleich sehr. Es soll ihr Porträt werden. Also wirklich ihr wunderschöner Kopf, sehr groß auf meinem Oberschenkel. Und dann hätte ich gerne noch so ein paar Blumen drumherum. Ich weiß noch nicht welche, aber dass das so aussieht wie so ein schönes Gemälde von ihr. Also es soll auch nicht super realistisch aussehen wie ein Foto, sondern halt wie ein gemaltes Bild von meiner lieben Luna. Und ich denke, dass der Typ der Richtige ist, das umzusetzen. Ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank, dass du dir das angeguckt hast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Lass mir gerne dein Feedback in den Kommentaren da. Aber bitte, auch wenn es dir nicht gefallen hat, sei respektvoll.